Ja, gut. Also herzlich willkommen noch einmal, jetzt diesmal als Vortragende. Unsere Aufgabe heute, ich sage jetzt gemeinsam mit Philipp, der jetzt noch unten im Publikum sitzt, ist es, Ihnen einen Einblick zu geben in die praktische Arbeit der Mädchen- und Jungenarbeit. Oder das haben wir uns heute zum Ziel gesetzt, um einfach auch ein Stück weit den Bogen zu spannen, von dem, was wir jetzt im vorhergegangenen Vortrag gehört haben. Was heißt das jetzt für die Praxis und wie wird das gelebt und wie das versuchen wir in unseren Einrichtungen, diese Ziele durchaus auch umzusetzen und mit den an die Jugendlichen zu bringen. Ich vertrete hier das Mädchenzentrum Klagenfurt, also neben den Aufgaben, die jetzt beschrieben worden sind, bin ich eben die Leiterin des Mädchenzentrums Klagenfurt auch. Und würde Ihnen jetzt auch oder würde Sie jetzt auch gerne einladen, einen kurzen Blick zu werfen zurück, nämlich in die Anfänge des Mädchenzentrums, die sich durchaus ein wenig unterscheiden von dem, was jetzt auch Claudia und Michael dargelegt haben, weil das Mädchenzentrum eine relativ junge Einrichtung ist im Kontext der Mädchenarbeit. Also es gibt uns heuer genau, also eigentlich im Moment genau 20 Jahre. So. Genau, die Einrichtung wurde gegründet 1995 von zwei Frauen. Also es war durchaus auch eine sehr Grassroot-Initiative, zwei Frauen, Brigitte Janshoff und Ingrid Ammann, die einfach gesagt haben, es gibt sehr viel an Struktur von feministischer Mädchenarbeit bereits in Deutschland. In Österreich gab es zu dem Zeitpunkt, oder in Kärnten gab es zu dem Zeitpunkt noch keine Einrichtungen, die sich thematisch mit Mädchenarbeit, mit geschlechterspezifischer Arbeit beschäftigt hat, und es war wirklich so eine Grassroot-Initiative in dem Sinn, dass auch da zwei Frauen waren, die ihr Studium beendet hatten und durchaus für sich einen Arbeitsplatz gestalten wollten. Also das ist auch, glaube ich, sehr häufig bei Gründung von Vereinen, dass es durchaus auch so, ja, aus so Initiativen entsteht. Wir waren damals am alten Platz in sehr, sehr kleinen, ich würde jetzt sagen, schmuddeligen Räumen mit einem Ölofen, und wir haben uns da einfach einmal abgearbeitet. Ich sage wir, weil ich eben, wie gesagt, zwei Jahre später nach der Gründung eingestiegen bin, und wir haben einfach versucht, aufgrund der Hintergründe der Erfahrungen aus dem deutschsprachigen Raum, aus den theoretischen Diskursen, die zu diesem Zeitpunkt basierten, ja, einmal zu beginnen und zu arbeiten zu beginnen. Hier haben wir jetzt eine Liste von Zielen, die wir uns damals gesetzt haben. Also eben gemeinnütziger Verein, gegründet im Herbst 1995, überparteilich, überkonfessionell und mit der Zielgruppe Mädchen und junge Frauen. Die Gründungsmotive waren damals schon, so wie ich sie jetzt hier hinein kopiert habe, festgeschrieben, nämlich die Einrichtung, Betreibung eines Kommunikations-, Bildungs-, Beratungszentrums, Ermutigung, das Thema Berufswahl und Lebensplanung waren schon sehr präsent, auch im Unterschied zu manchen anderen Einrichtungen, die sich eher aus der offenen Jugendarbeit entwickelt haben. In die Richtung der Mädchenarbeit hat sich das Mädchenzentrum schon von Anfang Beginn auch in der Berufsorientierung sehr engagiert. Genau, also die Ziele waren Konzipierung von Projekten, Förderung von Mädchenkultur, Kunst, Information, Fortbildung für Fachfrauen, Förderung von gender- und chancengerechten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Wie gesagt, dies ist herausgenommen aus dem Leitbild der Gründungsjahre. Und damals hat sich das Mädchenzentrum eben verortet, einerseits in der Jugendberufs- und Bildungsarbeit, in der Jugendsozialarbeit und der Beratungsarbeit, nicht so sehr eben in der offenen Jugendarbeit. Das hat aber auch diesen ganz praktischen Grund, dass zu dieser Zeit die offene Jugendarbeit für das Mädchenzentrum auch nicht finanziell unterstützt wurde. Das heißt, sie wurde immer mitgedacht, und diese offenen Räume standen Mädchen oder stehen Mädchen nach wie vor zur Verfügung. Es war aber immer ein Bereich, der von der Finanzierungsseite her sehr, sehr schwierig auszugestalten war. Genau, also wir befinden uns jetzt eben im Gründungsjahr 1996. Das war eine Zeit, in der, würde ich jetzt einmal sagen, Emanzipationsbewegungen der 60er Jahre, also die zweite Frauenbewegung, schon Wirkung zeigte. Das heißt, gewisse
Gleichstellungs- oder Gleichberechtigungsprozesse sind passiert. Es waren in Bundesgesetzen sind gewisse Begrifflichkeiten schon festgeschrieben. Die Zeit ist auch definiert durch den Gender-Diskurs der 70er und 80er Jahre. Das heißt, es wurde bereits schon der Begriff Gender verwendet. Man sprach darüber, dass das Geschlecht eben konstruiert ist und dass man eben von einem sozialen Geschlecht spricht, einem kulturellen Geschlecht und Sex. Und es ist auch die Zeit, wo die Queer-Debatte auch schon begann. Das heißt, ich wollte Ihnen das noch einmal aufzeigen, dass es sehr wichtig ist, wann sich Einrichtungen auch konstituieren und in welcher Zeit oder in welche Diskurse in den Gründungsjahren auch gerade stattfanden. Weil ich glaube, dass das sehr viel dann natürlich Einfluss nimmt darauf, wo man zu arbeiten beginnt. Genau, heute sind wir ein Team von 17 bis 19, sage ich jetzt, Mitarbeiterinnen. Wir sind sehr projektorientiert, das heißt, es ist immer sehr unterschiedlich, auch die Zahl der Mitarbeiterinnen, die sich grundsätzlich jetzt in unterschiedlichsten Bereichen, also im Bereich Beruf und Karriere, Gesundheit und Soziales, Freizeit und Bildung und eben in der Gender-Kompetenzstelle für Geschlechterarbeit, aber natürlich auch für medienspezifische Arbeit einsetzt. Jetzt mache ich so einen Sprung von nahezu 18 Jahren. Wir haben 2012 dann begonnen, unser Leitbild neu zu definieren. Also wir haben uns einem Leitbildprozess unterzogen als gesamtes Team über 2 Jahre, auch begleitet durch Claudia Wallner, um noch einmal festzuschreiben, im Blick auf neue Theorien, neue Diskurse, auch im Blick auf inwieweit verfestigen wir, was jetzt im Vorgespräch auch schon thematisiert wurde, inwieweit verfestigen wir Geschlechterzuschreibungen und Kategorien, indem wir Mädchenarbeit machen oder feministische Mädchenarbeit machen, und wie positionieren wir uns in Diskursen wie Queer, Gender, Heteronormativitätskritik. Also wir wollten uns neu verorten und haben das 2012 begonnen, vor dem Hintergrund eben dieser unterschiedlichen Diskurse. Und das Ziel war es einfach noch einmal festzuschreiben, wer ist unsere Zielgruppe? Mädchen, Transgender-Jugendliche, transsexuelle Jugendliche, Mädchen mit Sternchen, wie gesagt, einschließend alle, die sich als Mädchen fühlen oder dieser Gruppe zugehörig fühlen. Mit wem wollen und sollen wir auch arbeiten? Das ist auch eine Frage, die wir uns stellen wollten. Das betrifft natürlich auch die heutige Tagung. Wir wollen auch mit jungen Arbeitern und der jungen Arbeit arbeiten. Wir wollen mit Bildungseinrichtungen arbeiten. Wovon wollen wir aber nicht abweichen? Ja, also was ist aus den Anfängen jetzt unserer Arbeit auch stetig geblieben und soll auch stetig bleiben? Und was wollen eigentlich Mädchen heute und wie sind ihre Lebenslagen? Also entlang dieser Fragestellungen haben wir 2012 begonnen, uns auch als Team intensiv noch einmal erneut auseinanderzusetzen mit dem, was uns als Einrichtung definiert und was wir als Leitbild festgeschrieben haben. Warum ich Ihnen davon jetzt länger erzähle, ist der Grund, dass ich jetzt diesen Blick in die Praxis unter diesem Blickpunkt auch richten möchte. Also welche Ziele haben wir uns in unserem Leitbild gesetzt und was tun wir dafür im Moment? Immer mit dem Hinweis, dass es sich wandelt, dass wir wandelbar sein wollen und dass wir uns immer wieder neu reflektieren, unsere Arbeit reflektieren und an gegebenen Diskursen auch anpassen. Genau, also in unserem Leitbild ist festgeschrieben, wir sind da für Mädchen und junge Frauen mit Sternchen, was meint alle, die sich dieser Kategorie, dieser Bezeichnung, diesem Geschlecht zugehörig fühlen. Das war eine Entscheidung, die wir als Team sehr bewusst getroffen haben, um wirklich auch im Sinne von Queer-Gedanken aufzumachen und zu sagen, es gibt unterschiedlichste Sexualitäten, es gibt unterschiedliche Begehren, es gibt unterschiedliche Zugehörigkeitsgefühle auch bei Mädchen. Und um den Anspruch gerecht zu werden, die ja die feministische Mädchenarbeit hat, nämlich Mädchen und junge Frauen zu erreichen, müssen wir uns fragen, wer sind diese Mädchen?
und wo grenzen wir vielleicht aus? Wir haben auch festgeschrieben, dass wir mit allen arbeiten wollen, denen unsere Ziele ein Anliegen sind. Das sind jetzt sehr viele Unternehmen, vor allem im Bereich der Arbeit im Bereich der Berufs- und Bildungsorientierung. Wir arbeiten mit Bildungseinrichtungen, mit Schulen, haben im Moment ein spannendes Projekt mit der BAKIP, also mit der Bundesanstalt für Kindergartenpädagogik, wo es darum geht, die sind auch heute vertreten, die Kolleginnen, wo es auch darum geht, aufzumachen und auch gemeinsam mit der jungen Arbeit oder mit Burschen an der Schule im Peer-Setting zu arbeiten. Wir arbeiten natürlich auch mit den Eltern, mit den Müttern, mit den Vätern und wir wollen uns sehr gerne mit allen Kooperationspartnern der Jugend- und Jungenarbeit auch austauschen. Das heißt, ich habe hier so ein Sammelsurium an Logos versucht zusammenzufassen im Nachdenken, mit wem arbeiten wir eigentlich alle zusammen. Und wie Sie sehen, es sind sehr, sehr viele. Und ich glaube, dass uns das auszeichnet und dass wir darauf auch sehr stolz sind, weil ich denke, dass es gemeinsam dann gut möglich ist, das Thema Gender oder diesen geschlechtsspezifischen Blick in unterschiedliche Institutionen, aber auch in unterschiedlichste Kontexte zu bringen. Genau, also hier noch einmal überblicksmäßig zusammengefasst. Also wir sehen als unsere Kooperationspartner, mit denen wir zusammenarbeiten wollen, die Fördergeberinnen, die Schulen, die Hochschulen, Unternehmen, die Frauenberatungsstellen, Kolleginnen aus der jungen Arbeit und aus der Jugendarbeit, NGOs, politische Vertreterinnen, Interessensvertreuungen, Vertretungen war gemeint, und Fördergeberinnen. Gut, also das so zu, ich denke, das ist das Bild, wo wir als Team auch sehr dazu stehen, ja, uns zu öffnen und sehr offen zu sein für Kooperationen. Ja, dann hatten wir in diesem Prozess 2012 bis 2014 auch festgeschrieben, dass wir tatsächliche Gleichberechtigung wollen. Wir werden das sicherlich nicht alleine schaffen, aber wir wollten das auch verschriftlicht haben. Und dass wir Chancengleichheit bei Bildung, Ausbildung, Erwerbsarbeit, Reproduktionsarbeit, gesellschaftlichen und finanziellen Ressourcen und politischer Macht verfolgen. Wie gesagt, ein Leitbild verfolgt sehr hehre Ziele. Wir glauben, dass wir gut daran sind, an diesen Zielen weiterzuarbeiten und füllen es natürlich dann mit Inhalten, also mit Konzepten und dann natürlich auch mit der inhaltlichen Arbeit. Genau. Was tun wir in diesem Bereich? Das Thema Chancengleichheit, Zugang zu gesellschaftlichen Ressourcen, Zugang zur Arbeit. Wir bieten sehr, sehr viele unterschiedliche Angebote für Mädchen, um ihnen genau die Chancen zum Zugang zum Beispiel zum Arbeitsmarkt zu ermöglichen, ihnen die Chancen zum Zugang zu Bildung zu verbessern oder zu ermöglichen. Wir arbeiten mit Schulen zusammen, um auch mit dem Blick auf Zugang zu Bildung und Ressourcen, genau, und sehr viel in der beruflichen Orientierung. Wir wollen zu einer Auflösung von Geschlechterstereotypen, Rollenzwängen beitragen. Ich denke, das ist jetzt im Referat davor auch erwähnt worden, also diese quasi Diskrepanz zwischen Auflösung von Rollenzwängen, Geschlechterstereotypen, Rollenzuschreibungen versus auch der Notwendigkeit, Mädchen und Jungen zu benennen und mit ihren spezifischen Bedürfnissen wahrzunehmen, leitet auch unsere Arbeit. Wir wollen vielfältige Lebensmodelle und Darstellungsmöglichkeiten für Frauen und für Männer. Ganz bewusst hier auch für Frauen und für Männer, weil wir als Ziel unserer Arbeit sehen, gesellschaftlich Rollenzwänge und Zuschreibungen zu minimieren und Vielfalt zu fördern. In diesem Kontext arbeiten wir sehr partizipatorisch, zum Beispiel in Zukunftswerkstätten mit Mädchen, wo es im Projekt FAME um Mädchen und junge Frauen mit Migrationserfahrung oder mit Migrationsbiografie gegangen ist und hier auch wahrzunehmen, intersektionelle Belange oder Zuschreibungen, nämlich dass es einen Unterschied macht, ob ich Mädchen aus
Mitteleuropäer, Europa, weiß und gut gebildet bin oder ob ich Mädchen bin, die gerade zugezogen ist und ganz andere Ausgangsbedingungen hat. Also wir versuchen wirklich intersektionell zu denken und unterschiedlichste Diskriminierungs- oder Benachteiligungsprozesse, die sich einander ergänzen oder vermehren oder erweitern, auch in den Blick zu nehmen. Genau, hier sind auch Bilder von einem Projekt, wo wir durchaus auch versuchen, Rollenbilder insofern zu verändern, als dass Mädchen sich nicht immer, wie es vorher erwähnt war, in Schminkworkshops und Mädchenposen präsentieren müssen, sondern auch unterschiedlichste Formen der Darstellung wählen können. Genau, das ist jetzt in der offenen Jugendarbeit, haben wir Projekte gemacht zu Owling, Blanking, also diese Darstellung im öffentlichen Raum, aber auch in der Einrichtung, die nicht den klassischen Posen von Mädchen und Frauen entspricht. Genau, es finden Filmprojekte statt, wir legen unsere Masken ab, war ein solches Projekt, das genau wieder mit Rollenzuschreibungen und Darstellungs- und kulturellen Inszenierungen oder sich damit beschäftigt hat. Und wir haben natürlich auch den ganz starken Arbeitsschwerpunkt in der sozialpädagogischen Arbeit im Bereich Essstörungen, wo es natürlich grundsätzlich auch um Schönheitsideale, Zuschreibungen und damit verbunden körperliche, ja, also bis hin zu körperlichen Auswirkungen darauf, um schön schlank zu sein. Genau. Dazu wird es heute Nachmittag auch noch einen Workshop geben. Wir wollen Selbstermächtigung und Entscheidungsfreiheit für Mädchen, indem wir ihnen vor allem Räume schaffen. Ja, Räume schaffen, um Selbstermächtigung zu spüren oder uns selbst sich zu betätigen. Hier ein paar Bilder aus Selbstverteidigungskursen, Jugendbegegnungen, das Fahrradservice, also das eigene Fahrrad zu servicieren, bis hin zum Mädchenzentrum Garten, den wir seit Jänner 2015 haben, wo es wirklich auch um das Bauen des eigenen Tomatenhauses geht, also einfach dieses Gefühl der Selbstermächtigung auch zu spüren. Wir sind ein multidisziplinäres Team mit feministischer Haltung, parteilich mit und für unsere Zielgruppen. Als Team sind wir eben multidisziplinär und ich glaube, das zeichnet natürlich auch das Mädchenzentrum aus. Wir versuchen als Team so bunt zu sein, wie wir unsere Zielgruppe, nämlich Mädchen und junge Frauen, sehen und versuchen dies noch, natürlich auch immer einerseits durch die fachlichen Hintergründe der Mitarbeiterinnen, aber auch natürlich aufgrund der Kategorien Alter und Herkunft darzustellen. Dabei reagieren wir auf gesellschaftliche Veränderungen und die Verschränkung sozialer Dimensionen. Das habe ich schon erwähnt, dass es geht wirklich auch um den Gedanken von Intersektionalität und darum, dass es Unterschiede macht, ob ich Frau im einen oder anderen Kulturkontext bin, ob ich Frau aus einer gebildeteren oder Frau, die die Möglichkeit hatte, viel Bildung zu genießen oder die Möglichkeit für mehr Bildung verwehrt wurde, bin, dass das alles auch Unterschiede auf die Zugehensweise und die Zielgruppe macht. Genau, hier ein Bild auch aus einem Berufsorientierungskurs im Mädchenzentrum und dem Projekt FAME, wo es darum ging herauszufinden, inwieweit junge Frauen mit Migrationsbiografien der Zugang zum Arbeitsmarkt hier in Kärnten erschwert wird. Ich habe dieses Zitat jetzt mitgebracht aus dieser Studie oder aus dieser kleinen Forschungsstudie. Eine der interviewten Mädchen hat eben Folgendes gesagt: Der Tipp an die Firmen ist einfach einmal eine Chance geben. Vielleicht können wir etwas besser, was die anderen nicht können, und die anderen etwas, was wir nicht können. Jeder kann irgendwas besser. Das muss nicht heißen, dass wir nichts können, weil wir aus einem anderen Land kommen. Also ich denke, die Mädchen können in ihrer Sprache und in ihrer Ausdrucksweise sehr, sehr gut darlegen, worum es denn eigentlich geht, wenn wir über Hierarchien und Benachteiligungs sprechen.
Genau, also wir stehen für Selbstwirksamkeit, Partizipation und Vielfalt und wir verstehen uns als Kompetenzzentrum und Sprachrohr für die Anliegen von Mädchen und jungen Frauen. Über die Frage des Sprachrohres für die Anliegen von Mädchen und jungen Frauen haben wir sehr viel diskutiert, weil es ja ein Stück weit auch so eine Hierarchie hineinbringt. Können wir Sprachrohr sein für Mädchen und junge Frauen? Ich denke, wir können die Lautstärke regeln. Ja? Also wir wollen natürlich Mädchen und junge Frauen selber sprechen lassen, wir können aber das Gesprochene vervielfältigen und dorthin bringen, wo es hingehört. Und das ist unser Verständnis von diesem Satz. Genau, also wir versuchen eben Mädchen Partizipation zu ermöglichen, Mädchen zu motivieren, durchaus auch gesellschaftspolitisch sich einzubringen. Hier habe ich ein paar Fotos aus Projekten wie Making Science, wo es darum geht, so feministische kleine Magazine auch selbst zu gestalten mit den Themen, die die Mädchen betreffen, die sie auch selbst für sich formulieren und dann aus in der Gestaltung des Magazins darlegen. Medieninterviews, wir haben immer wieder in den Regionen, über ein Regionenprojekt, Mädchenzonen, wo wir versuchen, die Mädchen auch quasi auf dem Hauptplatz hier in Völkermarkt zu bringen und sich auch durchaus Raum zu nehmen, also wirklich tatsächlich den Raum, nämlich den Hauptplatz in der Stadt zu nehmen, um sich zu zeigen, ihre Anliegen darzulegen. Genau. Wie arbeiten wir? Das war die Frage und wir haben die folgermaßen beantwortet. Wir öffnen im Mädchenzentrum geschlechtshomogene Zutrauensräume für Mädchen und junge Frauen. Das kommt jetzt genau zu diesem Punkt auch, wo arbeiten wir mit wem? Wir haben uns als Team geeinigt darauf, dass wir weiterhin die Räume im Mädchenzentrum geschlechtshomogen belassen wollen, dass wir in den Räumen in der Karfreitstraße mit Mädchen und jungen Frauen arbeiten, außerhalb allerdings natürlich geschlechterreflektierende Arbeit mit Mädchen und Jungen anbieten, mit dem Ziel, genau, Geschlechterarbeit auch zu verfolgen. Hier ein paar Einblicke in das Innere des Mädchenzentrums, also in unsere Räume und auch in das, was da alles so passiert. Ein weiterer Anspruch ist, dass wir unsere Erfahrungen und unser Wissen weitergeben wollen, sei es bei Fachtagungen, bei Fortbildungen, hier zum Beispiel in Partnerunternehmen, in Multiplikatorinnen, Aus- und Weiterbildungen, Vernetzungen und natürlich auch in Peer-Schulungen. Also wir versuchen auch immer wieder mit dem Peer-Ansatz auch mit Mädchen und Jungen dazu zu arbeiten, geschlechterreflektiert dann mit ihren Peers zusammenzutreffen. Wir betreiben Öffentlichkeitsarbeit und beteiligen uns an politischen Diskursen in unterschiedlichster Form. Und das ist vielleicht auch der Punkt, den Claudia Wallner erwähnt hat, Mädchenberatungsstellen, Mädchenzentren waren immer auch durchaus sehr politisch und wir sehen uns als Mädchenzentrum Klagenfurt als gesellschaftspolitisch aktiv und möchten diese Rolle ausfüllen und auch einfordern und wir bringen uns auch ein, wenn es vielleicht oft auch nicht eingeladen wird, aber durchaus schon. Ja, also wir sind heute an einem Punkt angelangt, wo wir weiterhin sagen, wir wollen uns ständig auseinandersetzen und haben auch immer diese Frage im Hintergrund, wohin wollen wir gehen? Und ich denke, wir wollen entlang unseres Leitbildes praktische, profeministische Geschlechterarbeit machen. Wir wollen aber auch praktische, feministische Mädchenarbeit in der Einrichtung machen. Wir wollen diese Gleichzeitigkeit, die auch im Vorreferat als durchaus gefordert gesehen ist, in der Einrichtung leben. Und konkret heißt das jetzt für die nahe Zukunft, wir wollen weiter im Bereich der Gender-Kompetenzstelle an Geschlechterarbeit in der offenen Jugendarbeit arbeiten und
Wir haben da auch schon vom Landesfrauenreferat quasi das Okay, dass wir das weiterhin tun sollen. Wir wollen weiterhin die Zusammenarbeit von Mädchenarbeit und Jungenarbeit fördern. Das heißt natürlich für Kärnten auch herauszufinden, wer sind denn so die Personen, die Jungenarbeit betreiben und vor allem vielleicht auch Einzelpersonen, die nicht bei einer Institution angebunden sind. Und wir wollen natürlich weiterhin auch an uns arbeiten und anhand des Leitbildes auch unsere Organisation weiterentwickeln. Ja, in aller Kürze einen Blick hinter die Kulissen des Mädchenzentrums. Ich denke, Philipp wird jetzt seine Einrichtung vorstellen und ich stehe dann gern zur Verfügung für Fragen. Dankeschön.